Wir sind sehr glücklich, dass wir dieses Affentor hier von Jörg Immendorf als Dauerleihgabe aufstellen können, als Dauerleihgabe aus der Sammlung MAP, diese umfangreiche Privatsammlung, die bei uns deponiert worden ist. Jörg Immendorf zeigt hier in einer der Fassungen, es gibt insgesamt drei dieses Bronzetores, eigentlich sein Credo, sein spätes Credo. Er hat sich selbst eigentlich das alte Ego des Affen gegeben, des Affen, den er kritisiert. Der Affe gilt als altes Symbol des Nachäffens, also für akademische Maler oder Skulpteure in diesem Fall. Und gleichzeitig widmet er es sozusagen auch den Kritikern, die seit dem 19. Jahrhundert auch oft als Affen dargestellt werden, die eben gewisse Sachen, die sie in der Avantgarde-Kunst nicht schätzen, dann nicht nachvollziehen können. Und das ist sozusagen die Kritik an der Kritik auch, die von Immendorf hier gemeint ist. Wie lange bleiben die Affen auf diesem Platz? Also wir haben die Bewilligung vorerst mal bekommen, dank des Einsatzes auch behördlicherseits, bis Mitte Juli im Hinblick auf die Festspiele, weil nachher hier dann wieder der Busverkehr und so weiter stattfinden soll. Es sind bereits erste Stimmen da, auch von politischer Seite, ob man das nicht verlängern könnte. Das werden wir sehen. Wir müssen es jetzt erstmal abwarten. Wir sind jetzt erstmal glücklich, dass dieses Tor hier steht. Und wenn es die Möglichkeit gibt, es länger als bis Mitte Juli hier zu lassen, dann sind wir natürlich absolut zu haben dafür.